Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6. Zweites ja. Kapitel. Endlich. Endlich fangen wir damit an, ja. Wir haben länger gebraucht, habe ich das Gefühl, als andere fürs erste Kapitel. Wir haben es genossen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben es genossen und wir haben uns alles ganz genau angeguckt. Naja, eigentlich nicht. Psst. So genau nehmen wir das nicht. Nein, dafür war es sehr lustig. Ja. Auch wenn das nicht jedem gefällt. Möglicherweise. So spielen wir dieses Spiel halt. Nehmen wir das Spiel nicht ernst genug, was meinst du? Oh. Ich meine, diese ernsthafte Resident Evil Geschichte. Naja. Sollte man folgen. Ja, den Fans tun wir damit bestimmt weh, aber. So wie die Filme auch wahrscheinlich. Ja. Vielleicht noch schlimmer als die Filme. Es tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Oh. Sei ehrlich. Das ist Hannigan, oder? Ja. War das Hannigan? Das ist Hannigan. Ja. Wir haben schon länger nicht mehr gespielt. Und wir sprechen schon wieder über die Sachen drüber. Mhm. Wollen wir zuhören? Wir können zuhören. Wichtig, dass sie die sehen kann. So. Ich weiß gar nicht, worum es geht, ehrlich gesagt. Wir sind immer noch zu dieser Kathedrale. Wann haben wir denn den Auftrag bekommen? Ganz am haben Anfang. Wir den jetzt gerade bekommen? Das hat Helena ganz am Anfang schon gesagt. Komm mit zur Kathedrale, dann wird sich alles aufklären. Meinst du, da gibt es so eine coole Szene wie im zweiten Film? Lass du dich daran? Ich wüsste jetzt gerade nicht, was du meinst. Wo sie in der Kathedrale sind, am Ende springt nochmal jemand im Motorrad durch das Fenster. Ja, ich weiß, was du meinst. Und vorher ist dieses Ding im Dunkeln. Oh, der hat einen Zombie. Na toll. Aber komisch, dass es den ganzen Bus durch... Ja, schon ein bisschen. Was ist das für ein harter Zombie gewesen? Ich dachte, die zermatschen sofort Zombies. Ja, ich dachte eigentlich auch, die wären so butterweich, weil die so angegammelt... Oh Gott. Oh, das sind aber viele. Die schieben uns gleich runter. Ja, ich glaube auch. Das ist nicht gut. Das ist ganz schlecht. Und schleimig sind die auch noch an den Händen. Ich glaube, wir müssen erstmal was tun. Saving. Oh, ich bin ohnmächtig, ich kann leider nichts machen. Aber ich bin wach. Oh, wer wird da Oh, okay, hier kann man wohl nicht mehr... Und dem kann man auch nicht mehr helfen, glaube ich. Und ich kann auch nicht wirklich was machen. Ich falle hier nur wieder hin. Habe ich was falsch gemacht? Nee, oder? Ich kann es nicht mittlerweile bewegen. Oh! Ich konnte nicht schießen. Ich habe keine Munition. Munition aufheben, Anja. Oh. Was? Ach so. Stress. Oh, oh Gott. Matsch den Kopf. Oh, der Kopf ist noch heile. Ein Kopf ist weg. Müssen wir vielleicht auch aufstehen? Können wir aufstehen? Wir können nicht aufstehen. Oh, aua, aua. In welche Richtung kriechen wir gerade runter? Ja, ne? Oh, oh, oh. Lass meinen Fuß. Wie ist der Kopf denn abgefallen gerade? Oh, da vorne ist ein Licht. Ich glaube, da hilft uns jemand, der jetzt gleich rauszieht, hoffentlich. Meinst du? Ja. Das Licht bedeutet was Gutes, oder meinst du, dass es das andere bedeutet? Ich habe gar nicht auf das Licht geachtet. Sind wir schon tot? Das war ein guter Anfang, hä? Ja, ganz stark. Gestorben. Da, das Licht. Aber der rammt gleich in uns rein, glaube ich. Ja. Oh. Der hilft uns, glaube ich, nicht. Oh, oh. Oh Gott. Oh, was? 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 Ich hab dich. Okay. Keine Sorge. Dir kann nichts passieren, wenn ich dich in meinen Armen halte. Oh. Jetzt liege ich aber nicht mehr in deinen Armen. Du hast mich nee, aber dir ist nichts passieren. Ja, guck mal, meine Hand blutet, nicht deine. Oh. Na gut. Mhm. Doch zufrieden. Ja. Oh, dem konnten wir wohl nicht mehr helfen. Ich glaube auch. Ich hätte es auch nicht versucht. So wie der fährt. Ich lebe ja noch, alles in Ordnung. Ja, das Wichtigste. Ja, schon ärgerlich. Ja, eine gewisse Ironie kann man da verspüren. Bisschen. Ich hätte irgendwie so ein leichtes... hätte ich irgendwie noch mir gewünscht von ihm. Ich weiß auch nicht. Ah. Ich fand das jetzt nicht so dramatisch, als er das gesagt hat. Ja, das stimmt. Nochmal ihr so auf die Schulter klopfern. Klopfern? Habe ich Klopfern gesagt? Ich glaube, hast du nicht Klopfen gesagt? Klopfern wäre sehr wienerisch. Klopfern? Sozusagen. Mhm. Dann würde schon abfärben. Ich dachte, ich hätte Klopfern gesagt. Du wohnst schon zu lange da. 2 Jahre. Ja. Das sind wirklich... Nee, es sind nur noch keine 2 Jahre. Leon, es geht auf die 2 Jahre zu. Okay? Oh, ist immer schön hier mit dem Regen und so. Ich wollte gerade sagen, ich habe Schmerzen, aber das ist der Knopf im Ohr. Ich habe wirklich Schmerzen mit meiner Hand. Oh nee, die ist verheilt schon. Ich bin nass, Linus. Deswegen glänzen wir so. Ja, ich bin auch nass. Oh, da geht's. Okay. Okay, im ersten Moment dachte ich, das sieht eigentlich ganz schön aus, wie das da runterfließt, aber irgendwie sieht es auch ein bisschen billig aus. Oh, ein schwarzes Loch. Ja, ein bisschen schon. Aber wir sind auf einem Friedhof. Ist ja schon ein bisschen atmosphärisch und so. Und ich höre Zombies, Oh, was ist denn das für ein Zombie? Achso, der ist wirklich aus dem Grab wieder aufgestiegen, oder? Ich habe ihn. Oh, yes. Was denn? Mach ihn fertig. Schön. Das hat er gedroppt. Wo hat der Munition her? Die hat er halt einfach so. Die hat er zwischen seinen Pobacken versteckt.
Hat man ihm mit ins Grab gelegt, die Munition? Ja. Falls er wieder aufsteht. Haben Sie sich gut was erwartet? Thron, nicht die Waffe dazu. Soll das gemein. Den schmeißen. Wenn er sie hart genug wirft, wer weiß. Guck mal, oh. Bist du jetzt echt in das Loch reingefallen, Anja? Ja! Oh, Gott. Oh, ich helf dir, ich helf dir. Oh, da kommen noch mehr. Kann ich bitte hier wieder raus? Ja, da ist eine Leiter. Okay. Okay, gut. Ich wollte dich gerade ausziehen versuchen. Geh tot! Okay, einen habe ich. Und den Kopf treffe ich auch noch. Oh ne, das war dahinter. Nein, komm schon. Voll eingesaut da unten im Loch. Oh, du bist gerade ein bisschen leise bei mir. Ich bin leise? Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter vom Mikrofon weggegangen. Das darfst du nicht tun. Entschuldigung. Dann können wir deiner wundervollen Stimme nicht entfolgen. Ja, ich glaube aber, das ist jetzt leiser geworden, weil ich kurz so erschrocken... Das ist möglich. Ich finde den Friedhof ganz schön eigentlich. Komisch, das zu sagen. Oh, der hat sich voll weggebeamt. Oh, wow. Wie der nicht angesprungen hat. Ja. Oh Gott, da ist noch einer. Okay, alles gut. Na, komm her. Was hat der denn gedroppt? Ich versuche nicht so viel Munition zu verwandeln, das alles. Ja, kommt noch ein. Mit einer Schaufel. Autsch. Oh mein Gott. Das muss wehgetan haben. Jetzt gib mir die Schaufel. Danke. Sehr schön. Hast du die Schaufel gekriegt? Ja, ich wollte nur die Schaufel haben. Du wolltest nur die Schaufel haben. Ach, hast du noch Tic-Tacs? Ha? Ich habe nur noch rotes Zeug. Ob du noch Tic-Tacs hast? Ja, ein Spray habe ich auch noch. Ich habe aber auch nur grüne zum Kombinieren. Mir fällt gerade auf. Ah, nee, doch nicht. Ist alles gut. Hör auf zu springen, du. Oh, ich habe gekontert. Boah. Das Kontern ist cool, oder? Ich krieg das aber auch ganz selten nur hin. Bam, 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 bam. Wie gut ich bin. Oh. Doch, und auch sehr bescheiden. Ja. Immer. Ja, das merkt man richtig. Hallo, jemand zu Hause? Hier sind Skillpunkte. Ja. Mit wem sprichst du da? Ich bin hier rein. Das erinnert mich auch ein bisschen an Resident Evil. War das nicht auch Leon in Resident Evil 4? Ja, ne? Ich. Irgendwie erinnert mich die. Auch vom ganzen Layout. Obwohl, nee. Aber hier, so ähnlich sieht die erste Hütte in Resident Evil 4 aus. Ja, müssen wir da durch? Eigentlich ist doch unsere richtige Tür dahin. Nicht. Ja, eigentlich müssen wir da hinten hin, aber wir können die ja trotzdem aufmachen, oder? Ja, die müssen wir zu zweit aufmachen, deswegen. Ja, ich bin ja schon da. Wunderte mich. Ganz vorsichtig. Okay. Was werden wir denn da sehen? Welches Grauen wird uns erwarten? Ein Hund! Das war jetzt wenig überraschend. Oh, der rennt sogar davon. Eigentlich war es klar, dass er was wie du aus der Hüfte geschossen hast. Trotzdem. Sieht cool aus. Ist das... Dieses aus der Hüfte schießen macht... Ist irgendwie cool. Na, das steht doch auf, oder? Oh, okay. Der Wischmopp sieht aus, als könnte man ihn wegnehmen, weil der so auffallend blau ist. Aber ich darf ihn nicht mitnehmen. Sieht doch irgendwie sauber aus. Ich wollte jetzt anfangen zu wäschen und zu feudeln und so. Damit du wach bleibst? Ja. Sonst wäschst du ja immer ab. Was macht der Hund? Oh, der hat einen Schlüssel. Natürlich. Schnell hinterher. Also hätten wir wahrscheinlich die Tür aufmachen müssen, oder? Ach, jetzt müssen wir wieder zurückgehen, den gleichen Weg. Ernsthaft? Na gut. Gib mir die Schaufel! Oh, ich habe ihn einfach so den Kopf zertrümmert. Weil ich so stark boah. Bin. Boah! Boah! Boah, ey. Im Rennen habe ich den angesprungen selber. Das kann man? Füßen voraus. Oh, das will ich auch mal machen. Das sah elegant aus. Elegant? Ja, das sah schon cool aus auf jeden Fall. Pass auf. Stellst mir nämlich elegant weniger vor. Das war... Oh, böse Hund. Böse. Ich will auch jemanden treten. Oh. Aua. Na, komm her, Handy. Böser Köter. Boah, der Hund hält aber echt viel... Oh, verdammt, er rennt weg. Der Hund hält aber echt viel aus. Kann das sein? Geht's denn noch hoch? Anja? Was denn? Noch, ne? Ja, der komische... Oh, der hat mich angesprungen. Geh weg. Darf ich ihm jetzt den Kopf zertreten, bitte? Ich habe ihn... Oh, yes. Und noch ein Hund. Was machst du? Nein. Ich werde vom Hund gefressen. Ich komme. Komm, steh mir auf. Einen Moment. So. Wie hast du dich von den Hunden beißen lassen? Ja, der ist ganz schön blöd, der Schnell. Hund. Blöd? Das heißt, ich wollte eine andere Waffe nehmen und musste wieder nach nachladen. Er hat mich... Oh. Das ist ja genau so, ich hab ihn, mich aber ich... Guck mal, ich habe ihn abgewehrt. Siehst du? So, ist der jetzt weg. Achtung, einer mit einer Schaufel. Ja, wo habe ich denn hier meine... Da. Treff nicht. Das ist auch die Pistole. Die muss ich auch nicht treffen. Lange und nicht. Schaufel. Ach, mir, wie das geht. Ich stelle mich voll doof an. Voll peinlich. Doch nicht. Aha. Und jeder kann es sehen. Nee, ich nicht. Und ich will wieder in das Loch fallen. Oh. Da ist der Hund. Gib den Schlüssel her. Ist das irgendwie ein stärkerer Hund? Der sieht irgendwie größer aus. Natürlich, weil der den Schlüssel hat. Das
hat ihn aufgepowert. Die Macht des Schlüssels. Cemetery Key. Okay. Schön. Dass er ausgerechnet den geklaut hat. Ich muss in die Kathedrale. Okay, also wieder zurück, ne? Ich habe kaum noch Munition für meine Pistole. Ich hab mich getroffen. Nee, ist irgendwie auch vorbeigesegelt. Anna. Schön. Böser. Okay, kommst du? Nee. Wollen wir nicht einmal durchrennen? Ja, warte, hier liegt noch eine Pflanze. Die kann ich aber leider nicht mitnehmen. Wie, was, wo? Ja, oh, bei mir ist die bestimmt da nicht, oder? Ach, verdammt. Ich könnte eine grüne gebrauchen, ich habe nämlich eine rote. Das Nachladen. Teilen hier. Können wir uns. Ja, ich habe auch nur grüne und keine roten. Das ist nervig. Also ich habe rote und keine grüne. Dummerweise können wir uns das ja nicht teilen. Schon wieder in dieses blöde Loch. Oh, ich habe irgendwie gekontert, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Du bist da schon wieder drin. Ja, aber ich habe den Zombie hier drin ertränkt. Diesem Schmodder hier. Warum bist du so unvorsichtig? Ich bin da halt einfach reingeplumpt. Bist du reingestolpert? Ja. Du kennst doch meine zwei linken Füße. Ja, natürlich. Okay, wir sind an der Tür. Hoffentlich passt da. Oh, ups. Gut. Passt. Okay, we're in. Okay. Achso. Können wir die auftreten? Schön. Natürlich. War total unnötig. Aber es war cool. Oh Gott. Oh, ich brauche Hilfe, glaube ich. Ich weiß nicht. Oh Gott. Wieso ist er denn... Was? Ah, natürlich. Wir werden aufgeteilt. Der lebt noch. Na, komm schon. Aber ich kann ihm irgendwie nicht schaden. Irgendwie. Jetzt geht's. Was soll ich denn machen? Soll ich da unten noch... Ich schätze, wir müssen uns jetzt aufteilen und hier alleine klarkommen. Super. Hast du Angst alleine? Bisschen. Oh, Köter. Ich glaube, ich komme schon klar. Der läuft von mir weg. Was ist denn das? Voll Angst. Der Zombie hat Angst vor mir. Ja, klasse. Das sieht schon cool aus, wenn man... Nein, du darfst nicht down gehen. Ich hatte keine... Ich kann dir nicht helfen. Was soll ich denn machen? Oh, hier verwandelt sich einer. Oh nein. Auf die Falle. Autsch. Bei mir wirkt sich ein Busch. Ah ne, der lebt. Bei mir sah es aus, als würde der Busch leben. Ich habe nicht schnell genug A gedrückt. Okay. Oh, verdammt. Warte, ich muss das jetzt dann gerade mal die Grünen miteinander kombinieren. Das geht nicht. Ich bin tot, glaube ich. Ich wurde überrannt von 5 Zombies. Boah, sind hier viele. Ich hätte nicht so durchrennen dürfen. Aber ich lebe noch. Und ich bin tot. Na. Das waren so viele Zombies auf einmal. Ja. Wir könnten aber auch jetzt fast dann zum Ende kommen. Den nächsten Versuch in die nächste Folge verlagern. Okay. Gut. Werden wir es schaffen durch den Friedhof? Alleine, aufgeteilt, getrennt? Man weiß es nicht. Man wird es sehen. Mhm. In der nächsten Folge, aber erstmal natürlich den Zombie noch. So. Okay. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Bis dann.